Und das Thema ist heiß, was ist Medialität, was ist ein Medium, ne? Was hat das mit Heilen zu tun, mit Intuition und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch 20 und freue ich mich, ich bin gespannt, auch etwas Neues zu lernen und freue mich auf eure Erkenntnisse. Bitte. Vielen Dank, Gilles. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Heidemarie. Ich grüße dich sehr heute Abend. Ich bin sehr froh, dich heute moderieren zu dürfen. Und ja, liebe Zuschauer, die Heidemarie hat was Besonderes vorbereitet und mitgebracht. Ich bin auch schon ganz gespannt, weil wir haben heute Abend die Medialität, also was ist Medialität? Und aufgrund dessen, dass wir verschiedene Berater sind, die unterschiedliche Praxen bedienen, hat natürlich auch jeder so sein eigenes hier wieder, wie auch in der letzten Sendereihe, wo wir die Selbstverwirklichung bzw. Selbstheilung drin hatten. Ja, jetzt bin ich mal ganz gespannt, was Heidemarie uns mitgebracht hat. Und würde sagen, Heidemarie, starte einfach. Ja, von mir auch erstmal einen schönen guten Abend, muss man jetzt schon sagen, es ist ja schon 18 Uhr, obwohl es draußen noch so schön hell ist. Und ja, gleich zum Thema kommend, was ist Medialität, was ist ein Medium, habe ich natürlich erstmal ein bisschen recherchiert, was die Worte überhaupt bedeuten. Und das war gar nicht so ganz einfach, da halt richtig so reinzukommen, aber auf alle Fälle, also gibt es halt einmal diesen lateinischen Begriff medial, würde heißen in der Medi und ist ein Kommunikationsmittel zur Weitergabe oder Verbreitung von Informationen durch all unsere Sinne, Sprache, Gestik, Mimik, Schrift, Bild, alles, was da zugehört, was man halt auch, ne, wenn man jetzt die Medien nimmt, dann ist das ja, fällt da, der Begriff da ja auch. Und das ist also halt, ja, also Personen, die zum Beispiel auch außersinnliche Wahrnehmungen haben oder die auch spirituelle Sitzungen machen können und so, die haben halt eine starke Betonung von den Wasserzeichen im Geburtshoroskop. Und ich gehe da ja gerne immer psychologisch-astrologisch dran, also nicht die klassische Astrologie, sondern halt mehr die psychologische Astrologie. Und da landen wir natürlich auch schnell in den Gebieten von Parapsychologie und, naja, Esoterik, das riesengroße Wort, was halt immer oft genug auch missverstanden wird und nicht wirklich den Kern trifft, also manchmal auch immer noch abfällig ein bisschen drüber gesprochen wird, aber ich denke dann, dass die Menschen, die dann halt so damit umgehen, sich da gar nicht mit bestimmten, mit dem Hintergrund des Wortes gar nicht befasst haben. Ja, okay, also dann ist es natürlich halt tatsächlich so, wenn ich auf auf die Wasserzeichen komme. Ich hatte das, hat ja so einen kleinen Kurztext geschrieben, der steht halt auch also in der Akademie unter den Expertenbeiträgen, der kann dann halt auch nachgelesen werden. Und aus meiner Sicht ist es natürlich so, also wie ich vertrete halt den Standpunkt, dass grundsätzlich jeder, also halt wirklich ausnahmslos jeder Mensch mediale Fähigkeiten hat. Also die sind natürlich eben individuell zu erkennen im Geburtshoroskop, eben was die Wasserzeichen betrifft. Also einmal das Krebszeichen, Skorpion, geht dann schon mehr wieder in die Tiefe und dann natürlich eine starke Betonung, was die Fischeanlage betrifft. So, und da wäre es dann natürlich gut, wenn da jeder so ein bisschen sein Geburtshoroskop kennen würde, dann würde man halt also auch an diese tiefer liegenden Themen vielleicht rankommen, alleine vielleicht nicht, vielleicht braucht man das Hilfestellung oder irgendwann arbeitet sich autodidaktisch rein, das geht ja auch. Aber wichtig, ein Gegenüber zu haben, weil wir haben natürlich, wenn wir dann zu Heilern gehen oder Menschen, die halt eben diese Begabung haben, dann sollten wir halt wissen, dass wir sozusagen unsere projektiven Anteile gespiegelt bekommen, weil wir dann, wer sich damit halt nicht auseinandersetzen mag, also mit seinen eigenen Heilkräften oder so, oder das so noch nicht gehört hat, der findet natürlich genau auf der Frequenz, wie er selber seine Anlagen lebt, also also ich gehe jetzt mal erst von dem Wasserzeichen aus, die findet er genau in der Resonanz, in seiner Persönlichkeitsentwicklung, was diese einzelnen Anteile betrifft, findet er genau diese Resonanz, sprich letztendlich auch die Qualität der Heiler oder wie auch immer die sich dann halt so halt nennen, ne? Und genau auf der Ebene treffen die sich dann auch, ne? Dann bekommt er genau auch das gesagt. Also wenn ich nehme jetzt mal Beispiel Tarotlegen oder so, ich kenne eine ganz tolle Kartenlegerin und die hat natürlich immer die Dinge genauso gesagt, wie sie auch gepasst haben. Und wir haben uns dann natürlich auch darüber unterhalten. Ich sage, weißt du was, du kannst ja sowieso nur das sagen, was ich sowieso gerade im Energiekörper habe, sonst geht ja gar nicht. Ja, das ist natürlich klar, dass es passen muss.
Ja, und jetzt könnte man das natürlich noch wirklich ein bisschen ja, vertiefen. Das Wort passt jetzt vielleicht gerade gar nicht so wichtig, so richtig. Es kommt ja auf das Thema, auf die Themenstellung an. Ne? Also in diese richtige Tiefe, in die tiefsten Tiefen geht natürlich der Skorpion. Dafür ist er ja bekannt. Ne? Und Krebs ist eben das Einfühlende. Und das ist halt ja auch eine Schwerpunktarbeit, die ich halt habe. Ich habe eine starke Krebsbetonung im 10. Haus dann auch noch. Ne? Und da sind mehrere Planeten. Und das ist natürlich klar, dass ich dann, wenn ich meine Anlage kenne, dass ich auch genauso dann mit meinen Menschen, die zu mir kommen und in irgendeiner Form eine Hilfestellung haben möchten, natürlich dann auch bei denen erstmal in das Krebszeichen schaue. Und dann auch, wo der Mond steht. Deiner zum Beispiel, du hast heute Mondkonjunktion. Also der Transitmond läuft zurzeit gerade über deinen Kurzmond, deinen, Andrea. Ich habe ja natürlich deine Kurzmond. Das macht dann immer so löst ein wunderschönes Wassertrigon aus, weil das hast du so von der Grundstellung. Und das ist jetzt halt nochmal deutlicher. Ich bin ja gleich gespannt, wie unser Gespräch weitergeht. Weil du hast dann, also das Wassertrigon ist dann halt vom Mond zum, also trigonal Neptun. Und dann auch noch die Lilith, wobei da natürlich wieder so drei Oppositionen weggehen, aber die sind halt im Fischerzeichen. Also das ist jetzt mal so ein schönes Beispiel bei dir, du bist da in dem Bereich auch tätig und das ist natürlich eine schöne Anlage, wenn da halt so ein Wassertrigon eine Rolle spielt. Ne? Ja, okay. Ja. Magst du mich was fragen? Ja, ich denke immer, das ist ja nicht so langweilig. Ich weiß jetzt immer nicht, ob das so ankommt, wenn ich diese Dinge alle so sage. Manchen ist das dann halt zu keine Ahnung, zu fachspezifisch oder wie auch immer. Also erstmal sehr interessant, wie du sagst, ich kann das über die Astrologie auch erkennen, was Medialität angelegt ist. Also ich als Medium oder eben als Seher weiß, dass ich das auch empfangen darf, gell? Und ich habe für heute Abend eben genau in dem Bereich, wo du sagtest, Tabulegerin, auch ein bisschen was vorbereitet. Mal gucken, was da so rauskommt. Aber das heißt, es ist, also wenn jetzt jemand, sag ich mal, kommt und sagt, pass auf, Heidmarie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin medial, weiß aber jetzt nicht, was ich tun soll, kannst du das anhand ihres Horoskopes ermitteln, was für sie die richtige Beratertätigkeit wäre? Oder, ja, das ist ich auf jeden Fall, na klar. Okay, da würde ich halt dann also beim Mond anfangen, das wäre der Einstieg, ne, das Einfühlen erstmal und dann nachher in die Tiefe gehend und dann kommt das natürlich immer darauf an, was derjenige oder diejenige dann für eine Anlage hat. Deswegen ist das sehr spezifisch, ne? Und wenn da jetzt zum Beispiel Themen eine Rolle spielen, wie jetzt bei dir Neptun-Thema oder so, das wäre ein wichtiges Thema, weil das noch in den ersten 7 Lebensjahren eine Rolle spielt, da gab es die Neptun-Auslösung, dann ist es gut, was da also halt passiert ist, was da halt, dass das entschlüsselt werden kann. Und ich klopfe dann natürlich am liebsten, weil das am schnellsten geht. Und dann ist natürlich die Bahn mindestens freier. Ja, okay. Also das heißt, in den Alltagserlebnissen dann wieder nachprüfen, wieder also das sozusagen ein bisschen analysieren, wie dir jetzt die Neptun-Anlage jetzt entgegenkommt, dann ist es natürlich einfacher, also damit das Handeln zu lernen. Ne? Genau, also das heißt, also ratsam wäre letztendlich, wenn die Menschen sagen würden, also ich kenne viele aus dem Rat und sagen, Mensch, Andrea, ich bin auf dem Weg, aber ich habe irgendwie Gefühl, ist es doch noch nicht. Einfach noch mal einen Blick in seine Sterne zu machen, was ist da überhaupt gewesen, um dann vielleicht dann den richtigen Kurs auch zu besuchen. Das heißt, also er läuft dann nicht 10-mal um die Ecke und macht 1000 Sachen, sondern und kann vor allem den Zeitpunkt ganz korrekt errechnen, wann der günstigste Zeitpunkt ist. Okay. Das ist nämlich mit der Merkurstellung zusammen, ne? Okay, also das heißt, dann hat er ja diese Vielfältigkeit, seine Medialität besser zu entwickeln. Also Fragestellung ist von mir, ist jeder Mensch, der auf die Welt kommt, also mit dem Tag seiner Geburt, ist jeder Mensch medial veranlagt? Ja, 100% ja. Und je kleiner die Babys, desto mehr. Weil diese natürliche Begabung, die wird ja dann sozusagen ganz oft weggezogen, aberzogen. Und das ist natürlich eine echte Krux. Und das würde später im Erwachsenenleben halt, also wir sprechen ja dann davon, den Weg über Versuch und Irrtum zu gehen, weil das ist dann oft ein schmerzhafter Weg. Wenn die Anlage so ist, dass da wirklich halt in dieser Richtung also halt eine berufliche Tätigkeit entstehen könnte, sollte, ne, wo dann halt sozusagen der Beruf zur Berufung wird. Das ist ja sozusagen das Schönste, was wir erleben können. Ne? Dann ist es natürlich, was heißt wichtig, können diese Lebenserfahrungen, die dann halt auch in schmerzhafter Form gemacht wurden, können ja dann ganz oft auch eine echte Hilfestellung sein, ne? Oder eine Sicherheit auch bringen. Ne?
Okay, also das erinnert mich so an mich. Ich erinnere mich, also wir hatten ein Thema auch, wo mir das so ein bisschen weggenommen worden ist von der Seelung. Da haben wir ja zusammen dran gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass ich früher immer gerne die Menschen so angefasst habe und habe so massiert. Und dann hat immer der Onkel gesagt, Andrea, leg mal die Hand dahin, das tut mir gut. Also ne, du hast so diese helfenden Hände. Ich habe als Kind schon mit diesem Arztkörperchen immer gespielt und gesagt, ich werde später den Menschen helfen. Also das sind so diese ganzen Erinnerungen, die auch da sind. Und ich bin natürlich auch in einen Heilberuf gegangen, also sprich als Gesundheitspfleger. Und das hat mich immer wieder geholt, ob das die Psychologie war oder eben der Pfleger. Das sind die Dinge, die mich eben auch sehr interessieren. Das heißt also, ich habe auch dieses Wissen universell natürlich bekommen. Aber diese Fähigkeiten, die ich habe, die Medialität, konnte ich anlegen. Und diesen Weg, also das ist irgendwie geführt gewesen für mich immer. Ja, genau. Und deswegen denke ich immer, es ist sehr schön, wenn man einfach auch diese Rückblicke mal macht in seiner Kindheit, was war da wirklich vorhanden? Und dann würden ja viele Menschen auch vielleicht gar nicht in falschen Berufen unterwegs sein, wenn man das mal genauer beleuchtet, oder? Ja, sehr schön, genau. Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich denke, vielleicht kann man da wirklich mal, wir arbeiten hier heute Abend auch das Ganze nochmal aus nach allen Experten, wenn man ein Grundelement hätte und sagen könnte, pass auf, wir haben ein ganz tolles Konzept, wir können in deinen Sternen nachsehen, bei Heidemarie, da kann man sehen, welche mediale Anlage und wir als Medien können. Das ist so diese typische Aussage von den klassischen Astrologen oder wird oft benutzt, ich kann nicht in den Sternen sehen, das stimmt so. Nein, aber du guckst ja damit rein und guckst genau, wie die Anlage ist. Das heißt, du gehst ja den ganzen Lebensgrund durch. Das ist wichtig. Genau. Und da sehe ich halt die Planeten, also die dann halt symbolisch da stehen und ich weiß eben, was da für Hintergrundthemen eine Rolle spielen. Genau. Also in Sterne gucke ich natürlich auch gerne, aber das hat halt, ne, dann gucke ich aber zum Himmel und finde dann also halt die Sternenbilder schön. Aber das hat mit dem, wie ich das entschlüssele, was die Astrologie, die psychologische Astrologie hergibt, mit dem Herrschersystem, hat das natürlich wenig zu tun. Okay, das heißt, du sagst, es sind zwar die Sterne da, die sind verankert, aber trotzdem darf ich individuell bei jedem schauen und kann auch bei jedem individuell arbeiten, richtig? Na, ich spreche an der Stelle wirklich von Planeten, weil es wirklich um 12 Planeten geht. Okay. Ne? Und wir Sterne haben ja viel, viel mehr am Himmel. Ja, das ist wahr. Also Sterne sind schon bei jedem da. Das stimmt, aber hier ist es dann halt tatsächlich wirklich von den Planeten zu sprechen, wäre korrekter. Also du in deiner Arbeit nutzt grundsätzlich also das Klopfen und eben deine sogenannten astrologischen Daten, ist das richtig? Hast du noch irgendein Mittel oder noch irgendeine Mediale oder nicht? Ja, natürlich, ich setze auch immer alles ein, was sich dann gerade ergibt. Weil früher, bevor ich MET noch nicht kannte, habe ich natürlich auch geschaut, was die Menschen weiterbringt, wenn die ein Krankheitsbild haben. Und dann kannst du das natürlich auch zuordnen, die Heilmethoden, die dazukommen. Mhm. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, ob das jetzt Homöopathie, ich habe ganz viel mit homöopathischen Mitteln gearbeitet früher, bevor ich MET kennengelernt habe. Und MET passt halt überall rein wegen den Formulierungen, weil ich die Formulierung kann ich jetzt so nutzen, wie es der Anlage entspricht. Mhm. Und das ist der Geburtsanlage, damit meine ich das Geburtshoroskop. Ja? Mhm. Und das ist dann wirklich wie so ein offenes Buch. Das heißt nicht, dass man keine anderen Hilfsmittel mehr braucht. Die Homöopathie würde ich niemals ausschließen. Nur ich kann gezielter also halt das Mittel finden. Oder ich habe jetzt zum Beispiel eine Klientin, die ist jetzt gerade mit ihrem Coaching durch und die hat ein Thema, also ihre Hündin hat sozusagen ihren Schmerz übernommen. Das war so eindeutig und so klar und so schnell erkennbar für mich. Und sie konnte sich das erst gar nicht vorstellen. Jetzt bekommt sie also ihr eigener Heilungsprozess, also was die Alltagsgeschichten, die Alltagserlebnisse betrifft, da ist sie also halt sowas von glücklich. Und jetzt hat ihre Hündin, seit Oktober geht das, sie hat also so einen Schleier auf den Augen und hat also halt ihr Thema sozusagen, also was die Sichtweise und sowas alles betrifft, also mitgetragen. Also sie ist im Heilungsprozess und die Klientin konnte sich das erst gar nicht vorstellen, dass das ein Zusammenhang ist. Ich sage also alles, was die Hunde, die Tierhalter leiden, ja, das nehmen die mit. Ne, Hunde sind ein Pluto-Symbol, du kannst alle Tiere auch astrologisch zuordnen. So, und jetzt ist es so gekommen, dass sie hat ihr Coaching zu Ende, sie selber ist glücklich ohne Ende und jetzt war sie wieder bei der Tierärztin zur Nachkontrolle und jetzt kriegt sie die gleichen Medikamente nochmal. Cortison, Antibiotika, alles mögliche, zwar in geringerer Dosis. Und dann sagt sie plötzlich, also irgendwie sperrt sich bei mir da was. Ne? Da waren natürlich ihre medialen Fähigkeiten auch schon ein bisschen angetickert, ne? Dass sie also halt da leichter
das kommunizieren konnte. Und dann hat sie zwar auch noch die Dosierung geringer gestaltet und sie hatte mich dann aber sofort hinterher angeschrieben. Da sagt sie, Mensch, kann man da nicht irgendwas anderes machen? Ich möchte nicht, dass sie jetzt halt weiter diese Medikamente nimmt. Und jetzt macht sie eine Extrasitzung mit ihrer Hündin am Montag. Und das arbeite ich natürlich aus. Und die bekommt jetzt natürlich auch viel mehr, was Informationen betrifft. Ne? Es gibt zum Beispiel Pflaster mit Informationen, die kann ich aufkleben beim Tier. Und dann an den bestimmten Stellen, das arbeite ich vorher aus, weil ich kenne ja jetzt die Geschichte, die dahinter steht, wo sie Symptomträgerin ist von der Tierhalterin. Ja? Oh, und wir haben das natürlich in den Familien mit den Co-Abhängigen. Also wenn jetzt irgendjemand eine Krankheit hat in der Familie, dann ist der Rest der Familie, kannst du erstmal als Co-Abhängige betrachten. Das ist ja in Partnerschaften ähnlich. Und der Prozess auch mit verhindert, weil entweder haben die Angst, dass irgendwas passiert oder sie sind gewohnt, dass sie gepflegt werden müssen oder sowas alles. Und die Co-Abhängigkeiten, das sind ja dann die Übertragungen, was da also halt eine Rolle spielt, das kann man natürlich klopfen. Und an der Stelle, wenn die das selber nicht wollen, natürlich mit Stellvertreter klopfen. Ja. Und deswegen liebe ich das so. Weißt du, das ist so vielfältig. Ja. Und du hast dann wirklich so, dass diese Mittel, die dann eingesetzt werden, entweder bei Medikamenten die Dosierung verringern, das geht ganz schnell, ja, weil du direkt das Medikament auch klopfen kannst, oder aber eben jetzt bei Homöopathie eben das Mittel der Wahl schneller finden und du hast dann gerade bei den Hochpotenzen merkst du dann also halt sofort was. Okay, also das heißt, man kann sagen, Medialität gleich Medium auch erschaffen, also das Pflaster ist ja Medium letztendlich, ob es ja dann hilft, gell? Und darüber hinaus ist ja eine sehr große Bandbreite. Wie sieht denn das aus zum Beispiel, ich bin jetzt, sag ich mal, 38 und komme zu dir und mache jetzt so eine Beratung bei dir und du siehst, wie meine Medialität angelegt ist. Wenn ich jetzt 50 werde, ist sie dann anders in dem Stern, also in der Planetenkonstellation zu sehen? Von der Grundanlage nicht, weil die Grundanlage ändert sich ja nicht. Aber das, was du erlebt hast während der Zeit, könnte anders sein, nur die Fragestellung könnte eine andere sein. Okay, mit 38 ist ja oft so, dass so jeder noch so denkt, so die Welt ist offen und ich kann alles so einreißen. Und dann stellst du Peter, und ganz oft ist es ja in dem Alter oder vorher schon ab der Pubertät fängt das ja was an. Ich will nie so werden wie meine Mutter, ich will nie so werden wie mein Vater. Und dann stellst du mit 40 fest, du bist exakt so. Genau. Alter, wie oft ist das schon keine wirklich vor Schützen, gell? Das ist doch Entschuldigung. Weil die lachen dann schon mit, weil die dann, ja, okay, wenn ich dann diesen Faden, weißt du, ich spinne dann richtig dann den Faden, mache dann diese Eckpunkte, was dann und dann war. Und das kann ich mit Datum benennen, ne? Und dann sagen die, boah, na, da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Ja, das ist aber das eigene Leben gewesen. Ja, wieso? Ja, und also damit wird automatisch natürlich die Medialität natürlich auch mit gefördert, so oder so. Ob sie das jetzt beruflich ausüben wollen oder für sich selbst anwenden wollen oder... Das ist natürlich klar. Okay, also du hast jetzt gesagt, bei meinem Sternzeichen fließt jetzt gerade so dieser Neptun mit rein, die Lilith. Ja. Also das heißt, werde ich das jetzt medial merken, irgendwie jetzt in den nächsten Tagen? Oder das wirst du physisch merken. Manchmal ist es so, dass du wirklich leichter wirst, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil du hast ja nun schon viel Erfahrung mit dem, was du also halt sowieso schon die ganze Zeit so als Tätigkeit gemacht hast. Und da ändert sich natürlich schon was. Also jetzt geht es aber darum, das auch wahrnehmen zu lernen. Ja, weißt du, dein Blick ist ja dann für deine Klienten eher nach außen gerichtet, als zu dir selbst. Also ich, da wer zu mir zum Klopfen kommt, frage ich mich als erstes, was ist mein Spiegel? Das mache ich immer grundsätzlich, habe ich immer gemacht. Ich habe so viel dadurch gelernt, deswegen habe ich den Text auch so ein bisschen so verfasst. Denn wenn ich davon ausgehe, dass Menschen, die halt zu mir kommen mit irgendeinem Problem, muss ich eine Resonanz dazu haben, ja? Ob die jetzt schon in der gelösten Form erkennbar ist, weil die Texte kenne ich ja nun, ob ich nun in der Hemmung oder in der Kompensation mich mit der Anlage befinde, das kann ich ja selbst einschätzen inzwischen. Und je mehr sich die Leute damit auseinandersetzen, deswegen habe ich das mit den Biografiegruppen so angefangen, ne? Jeder muss nicht wirklich eine ganze Ausbildung machen, es sei denn, man interessiert sich dafür. Aber dann ist das so ein super leichter Einstieg, überhaupt mit seinen Planetenanlagen, so wäre es korrekt ausgedrückt, klarzukommen. Oder dann überhaupt zu wissen, oh, jetzt begegnet mir das und das, was will mir das sagen? Ja? Das ist ja so ist meine Fragestellung, so bin ich da überhaupt reingewachsen. Weil ursprünglich wollte ich auch nur meine eigene Familiengeschichte aufarbeiten. Ich hatte nie vor, in dieser Richtung sowas zu machen. Ja. Aber das war natürlich, also für mich, also lehrreich. Ne?
Also man könnte zwar, ja, aber man könnte letztendlich sagen, Heidemarie, also wenn ich das dann weiß in meiner Planeteneinstellung oder wie ich jetzt gerade ticke, egal was andere sagen, ich habe ja eh keine Ahnung eigentlich, weil dann kann man ja eigentlich ganz bei sich bleiben, oder? Dann gibt es ja keinen äußeren Einfluss mehr in dem Sinne. Dann kann der ja reden, was er will. Ich weiß ja für mich Bescheid. Also das heißt, das hat ja etwas mit sogenannter Ermächtigung auch zu tun, oder? Nee, Moment, das habe ich ja auch arg kurzgestellt. Ich krieg so wenn du mir sagst, wie mein Stern tickt, ja, oder wie ich jetzt gerade so veranlagt bin. Ich kann nicht sagen, wie dein Stern tickt, deine Planet. Ich kann das Planeten. Nur an den äußeren Erlebnissen, du beschilderst die Schmerzerlebnisse. Da kann ich dran erkennen, lebst du diese Planetenanlage in der gehemmten oder in der kompensatorischen Ausdrucksform? Genau, das meinte ich. Klassischerweise springen die Menschen immer hin und her. Deswegen kommen sie nicht raus aus dieser Nummer. Beides ist ja nicht schön. Aber das habe ich jetzt so auch gemeint, das habe ich jetzt nur falsch ausgedrückt. Das hat die, jetzt muss ich sagen, das hat die Heidemarie wieder schön auf den irdischen Punkt gebracht. Ich bin da mehr in der Unsichtbarkeit. Das ist ja wichtig, diese Klarstellung. Ne? Erst dann bist du so weit, dass du selbst für dich handlungsfähig wirst. Ja. Ich will ja nicht für andere handlungsfähig werden, sondern die selber. Ja? Also das wäre für mich so die wichtigste Stütze, wenn jetzt jemand, also halt gerade in dem Bereich, was jetzt ja, das die heilerischen Dinge betrifft, ne? Da ist es ja besonders wichtig. Sehr schön. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch weiter reden. Das ist ein sehr interessantes Thema, sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank, Heidemarie, für diese ganzen Informationen. Hast du noch einen Abschlusstipp jetzt für die Zuschauer? Die sollten am besten den Weg zu dir suchen, oder? Nee, nicht suchen, finden geht schneller. Also, du musst ja nicht unbedingt alle zu mir kommen, aber sie können einfach also unsere Sendung anschauen. Es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Ne, dieses Thema, die Astrologie, ist ja nie erschöpft, weil da gibt es halt je nach Problemstellung hast du immer Antworten. Und das ist das Schöne daran. Und vor allen Dingen sind das konstruktive Hilfsmöglichkeiten, ja, wo nicht die Leute halt ständig irgendwie zu mir kommen müssen, sondern sie können es selber lernen. Sie sind nicht abhängig von mir. Und ich will dir nichts aufoktroyieren, sondern sage einfach nur, also sie können es ja selber nachlesen. Ich habe hier die Astrologie nicht erfunden. Auch die Planetensprache nicht erfunden. Ich habe sie nur gelernt und für mich angewendet und jetzt helfe ich anderen, dass sie auch anwenden lernen. Aber du hast eben noch deine eigene Technik mit drin und das ist das, warum der Kunde oder der Klient eben zu dir findet und nimmt dann auch wieder einen wahren Schatz mit raus für sich selbst und kann ihn selber umsetzen. Genau. Super. Genau. Danke dir auch, Andrea, dass du eingesprungen bist. Und das. Sehr gerne. Sehr gerne. Gerne, Andrea, bist toll. Echt. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ja, in 10 Minuten geht es weiter.